Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Heute spiele ich mal wieder Black Ops 2. Ja, im Multiplayer. Wer hätte das gedacht, dass sich auch mal YouTube Gamescom im Multiplayer verirren würde? Ihr wisst ja, meine KD ist jetzt nicht gerade die berauschendste. Also, wer mich jetzt als Face Tamper sieht, der kann jetzt mal gleich mal umschalten, weil das bin ich alles nicht. Oh nein! Schon wieder bin ich tot! Ach man, Leute, könnt ihr mir vielleicht mal Tipps geben, wie ich besser zocken kann? Ich weiß, ich bin der Noob unter der COD-Szene. Das ist mir schon bekannt. Das haben schon böse Zungen von mir behauptet, dass ich wirklich der Lappen der COD-Szene bin. Aber Leute, warum schaffe ich einfach keine Kills? Woran liegt's? Woran liegt's jetzt, dass YouTube Gamescom nichts reißen kann? Gut, ich habe jetzt mal einen Kill gemacht und ich sehe diese komischen zwei Stricher da. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist das für komische Pfeile hier? Die habe ich noch nie gesehen hier. Crazy! Entweder habe ich was geraucht oder... Ach, keine Ahnung. Unwahrscheinlich, dass ich was geraucht habe, oder? Ja, eigentlich schon. So, ich schaff's einfach nicht, irgendwie eine gute KD hinzubekommen. Ich versuch's die ganze Zeit, Leute. Ich versuch's. Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe. Mach hier, trink Kaffee, aber es bringt alles nichts. Am Endeffekt krieg ich nicht mal 5 Kills hin. Früher war es besser, da habe ich ja nur Hardcore gesucht, aber seit ich im Knast war, also in diesem Kochinternat, kriege ich einfach keine Kills mehr hin. Es ist einfach furchtbar und dann merkt man mal, dass ich gar nicht so gut bin, wie alle denken. Und ich muss mich echt mal ein bisschen zusammenreißen, weil so wie ich jetzt gerade spiele, bin ich echt schlecht. Ich bin schlecht, das muss man zugeben, Leute. Man kann da nicht irgendwie rumreden um heißen Brei, das bringt nichts. Meine KD ist negativ, das würde... jetzt Danny Burnish schon mehr sagen. Wobei, das sagt er gar nicht mehr. Da ist ein Typ gehabt. Ach und Ende, ihr wisst. Ah, er hat mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, schon wieder, sowas zum Beispiel. Was mache ich falsch, Leute? Ich laufe doch direkt auf den Feind zu. Hab doch schon die Waffe zum Anschlag geladen. Aber ich schaff's trotzdem nicht, irgendeinen Kill zu reißen. Weißt du, das regt mich auch ein bisschen auf. Ich bin eigentlich ein Chiller. Ihr wisst, ich chill gern mein Leben. Aber so ist ein bisschen schwierig zu chillen. Weil einfach von mir aus, von der COD-Szene aus, ein extrem hoher Druck da ist. Ein Druck, gut zu sein, ein Druck, eine gute KD hinzubekommen, ein Druck, einfach super geile Sniper-Kills zu machen. Und das ist einfach alles das, was ich nicht kann. Ich bin wirklich ein richtiger Noob. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich schaffe es einfach nicht, irgendwie was Gutes auf dieser Map zu reißen. Manchmal schaffe ich auch, eine Drohne zu reißen oder was anderes Größeres, aber das ist alles Zufall, weil die Gegner auch so schlecht sind wie ich. Oder die Gegner sind besoffen, betrunken oder sind gerade am Bumsen. Weiß nicht, was los ist bei denen. Aber so ist es halt, ich kann es da auch nicht ändern. Ihr seht, ich flieg weg. Es sieht komisch aus, ja, mich tot zu sehen. Manche finden es lustig, den YouTube Gamescom leiden zu sehen. Ich habe mich daran irgendwie schon gewöhnt. Ich versuch's die ganze Zeit hier, bin voll konzentriert und hab doch die geilste Waffe am Start, die es gibt. Guckt euch die Waffe an, die gute alte MP7. Was kannst du an der Waffe falsch machen? Ich weiß es nicht. Ich kenne sogar einen Typ, der hat die Waffe, mit dem schafft er richtig viele Kills, aber ich schaff wieder mal gar nichts mit der Waffe. Typisch YouTube Gamescom halt. Jetzt reg ich mich wieder auf, weil ich so schlecht spiele. Jetzt sollte ich einfach mal meine Klappe halten und ein gutes Gameplay erzielen. So, ein paar Kills haben wir schon gemacht hier. Oh, da ist glaube ich einer drin. 2 Minuten haben wir noch. Da können wir auf jeden Fall noch gute Kills reißen. Aber ich bin wieder ganz unten. Und guck mal, wie schafft man 30 Kills auf der Map? Das ist für mich immer was, was ich nicht verstehen kann. Jetzt gehen die anderen zwei auch noch raus. Das ist auch nicht so nice. Toll. Da haben wir das Ding aber trotzdem verloren hier. Wie viel steht's denn? Wir haben gerade mal 56 Punkte. Die anderen haben mit 183 Punkte deutlich mehr Punkte auf dem Konto. Und ja, man, die kriegen... Ach, ich verstehe das nicht, Leute. Guckt euch mal Montana Black 88 an. Das ist ein richtig guter Spieler. Oder der Lars Goldfisch. Das sind einfach... Zum Beispiel Lars Goldfisch. Das ist ein bisschen jünger, gell? Aber der snipet wie ein Gott, Leute. Wie ein Gott. Wie Petrus persönlich in seiner besten Zeit. Und da gibt's Montana Black 88. Sowieso der größte Pro, den es gibt. Echt gute KD immer. Das ist halt nicht mein Ding. Ich schaff's nicht. Schaut euch meine dünnen Finger an. Die fallen fast auseinander. Ich kann sie ja mal in die Facecam halten, in die Kamera halten.
vom nächsten Soccer-Tag. Da wisst ihr, da kannst du nicht richtig fühlen. Ich glaube, es liegt an meiner Hand. Ich will jetzt nicht eine Ausrede finden, dass ich so schlecht zocken kann. Aber es ist halt so. 50 Sekunden noch. Und es steht 203 zu 56. Das ist echt mal ein Ergebnis. Das ist ja wirklich wie im Bilderbuch, Leute. Das ist der Wahnsinn. 4 Kills habe ich gemacht. Das ist schon einer meiner besseren Runde, Leute. PSN-Freunde, die mit mir spielen, die wissen, die haben mich schon oft mit 0 Kills sehen stehen. 0 Kills hatte ich da mal. Oder sehr oft habe ich 0 Kills, weil ich es ja nicht schaffe, irgendwas zu treffen. Ich bin halt immer noch so. Jo, so ein Nobby halt. Ein Nobber halt. Nobby. Ich bin halt ein Nobby. Aber da habe ich auch keine Probleme damit, das einzugestehen. Ich mache das ja wegen Spaß hier. Nicht irgendwie, um jetzt irgendwie die beste KD hier zu reißen und hier noch ein Face Triple und eine Penta Nuke und was weiß ich zu reißen. Das ist alles nicht mein Ding, was ich brauche. Und aus dem Grund, ja. Sage ich jetzt einfach ciao. Das Zockergelaber ist vorbei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. See you later, Alligator. Ciao.